Hallo und willkommen zurück zu Environmental Station Alpha. Wir haben auf mirakulöse Weise alle 12 Disketten eingesammelt. Und jetzt schauen wir uns an, was hinter diesem Raum ist. Das sieht aus wie ein... Gegenstand. Oh, Dash Booster X. Was heißt denn Freely? Ah, krass. Fast. Wenn man ihn hat, muss man erstmal entkommen. Das ist ja cool. Damit bin ich dann nämlich auch ausgestattet für die Research Station da oben. Ups. Nee, die ist ja gar nicht oben. Die ist. Eigentlich ist es egal, weil wir hier im Weltraum sind. Gibt es immer den Gegenstand als Belohnung für einen schwierigen Abschnitt. In diesem Fall bekommt man den Gegenstand vor dem schwierigen Abschnitt. Boah. Boah, nervig. Ist das nicht auch ein Speicherpunkt? Nee, aber ein Energieaufladepunkt. Noch 10 Punkte. Ach, und hier komme ich raus. Oh, speichern. Ja. Was für ein toller Start nach so einer enttäuschenden anderen Folge. Ja, das ist ja sehr cool. Dann schaue ich mir gleich mal links unten im Wasserbecken an, ob ich denn auch unter Wasser dashen kann. Und dann geht's zum Research Outpost. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wo ich zu essen will. Oh. Nein, ich kann nicht unter Wasser dashen. Aber wie komme ich denn da durch diese Blöcke da unten durch? Ah, vielleicht komme ich da wieder raus, wenn ich... Ah. Okay. Cool. Dann geht's jetzt zum Research Outpost. Ja. Klasse. Und ich bin ziemlich motiviert, auch wenn ich weiß, dass dieses Areal ziemlich nervig ist. Ich mach mal den Dings wieder aus. Wo ist er denn da? Oh.
Hä? Hey. Hab ich das jetzt ausgemacht? Aua. Nee, das ist ja gar nicht. Der ist es ja. Na gut, ich komm nochmal wieder. Ganz schön empfindlich, die Knupsis. Mal da runter jetzt. Ja, mit dir zu reden. Piff. Speicherpunkt. Hier nichts außer dem On-Computer. Bin ich aber gespannt. Aha, Emergency Locks have now been unlocked. Das ist nett, aber ich komme hier mit einem Energiepunkt wohl kaum heil raus, oder? Wirklich. Ich muss jetzt hier raus, ja? Day. Ja, vielen Dank. Na gut, eigentlich kann ich den Hyperblaster da oben ja wieder anschalten und so lange angeschaltet lassen, bis ich wieder darunter komme. Aber was ich einmal schaffe, das schaffe ich natürlich auch ein zweites Mal. Typ noch erledigen und dann das Hypermodul wieder machen. So. Ne, Supercharge heißt das ja.
da noch hier reingespielt? Puh, das war knapp. Ach. Okay, der Typ da unten. Na gut, dann muss ich auf dem Weg nach oben ein bisschen mehr aufpassen. Also erstmal das Ding ausmachen. Dann ist er schon aus. Warum funktioniert das jetzt schon wieder nicht? Wie kapiere ich das nicht, warum da manchmal diese Dinger nicht mehr rauskommen dann? So. Ah. Verdammt mich nochmal! Das kann doch nicht wahr sein. Mensch! Hier mal keine Energie verloren, das ist auch schon viel wert. Okay, nur einmal getroffen worden, das ist auch super. Das ist vielleicht nicht so ewig lange mit dem Dödeln hier. Ja, komm schon. Noch. Geht doch. Okay. Thank you.
Die Stelle ist echt ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich schon wieder so wenig Energie. Das habe ich ja nicht so geschickt gelöst, ne? Ein bisschen geträumt. Ja, mal gucken. Ich glaube, ich versuche jetzt mal an dem Typen vorbei zu huschen. Nein! Oh Gott! Oh, fast! Auf den letzten Meter noch die Nerven verloren. Und zwischendurch einmal ein bisschen unaufmerksam gewesen. Das war ein bisschen blöd. Besser gelöst, habe ich auch schon schlechter gelöst. Keine Lust mit dem rumzudüdeln wieder. Komm schon, komm schon. So. Nein! Auf da jetzt! Ich weiß irgendwie nicht an der Stelle, was ich richtig machen soll. Naja. Immerhin. Immerhin. So. Puh. Okay, letzter Bildschirm. Okay. Endlich speichern. Oh Gott, yes. So, jetzt kann ich hier den Rest abchecken. Auch mal ein bisschen entspannter spielen. Und der Typ eigentlich immer noch hier reingeschwebt, weil dann ich ihn mal wieder machen soll. Das brummelt schon wieder hier so unangenehm. Against all sense, we found some matching writing at the other side than the runes here. Mostly concerns certain supernatural beings the old cultures told about in their mythologies. But how can two cultures existing at different times and light years apart have such similarities? It makes no sense. Yet some of our group believe there might be some key to all this. We are now about to excavate the runes these writings were found in more thoroughly. A shipment of more material from the other side is also on its way on the cargo ship A152. Okay. Junge. E213.
ist das? Ist da eins dran? Hä? Ah, da läuft so ein Timer, oder? Was mache ich denn mit denen? 2, 1, 3. Keine Ahnung. Okay, dann muss ich wohl noch mal ein bisschen weiter forschen. Da war doch noch da ein Stück weiter unten war auch noch ein Gang, oder? Ja. Und ganz unten war auch noch einer. Das ist alles ja nicht so einfach hier, ne? Ich bin froh, dass ich diese große Sequenz hinter mir habe. So, das ist hier wie in dem Tempel. Da musste ich doch auch diese Kristalle erledigen. Okay. Okay, jetzt ist... Da kann ich das Ding sehr ausmachen hier. Das Problem ist, dass ich ihn nicht erwische damit. Ja, das ist ja alles sehr einfach hier. Ich kann da hinten die Kugel nicht zerstören, weil da eher so ein Glasdingen ist, ja. Thank you.
Okay. Ja, was ist jetzt mit der Glasskugel? Können die jetzt noch zerstören? Nö. Ach, hä? Wie? Jetzt habe ich die. Ach so. Ich muss die da. Oh, hä? Ich muss die da rüber zurücktragen jetzt oder was? Jo, das ist ja einfach, ne? Ja, wenn ich das hier oben geschafft habe, dann schaffe ich das auch. Kann ich mal jemand diese dusseligen Strahlen abschalten? Ja, ganz toll. Ach so, ja, da kann ich ja genau da jetzt hinterschwimmen und voll die Verzögerung im Sprung ins Wasser hopsen und so. Nicht weglaufen. Ja, aber jetzt habe ich, glaube ich, genug Energie, um wieder zurückzukommen. Oh. Ach ja, das habe ich vergessen hier. Blub, blub, blub. Da. Wirklich richtig da an der Stelle, wo es jetzt ist. Ja, ich kann es ja nicht ändern. Okay, ich würde sagen, dann machen wir doch hier einfach eine Pause und schauen uns an, wie wir die Kristallkugeln beim nächsten Mal herbringen, die beiden verbliebenen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch Freude bereitet, dass ich da oben dieses Areal erledigt habe. Und sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.